29 Häuser, das bringt mich jetzt nicht unbedingt weiter. Das ist recht nicht. Wie viel Holz waren das? 25. Puzzle. Endlich mal wieder ein Puzzle. Klau ich das jetzt mal aus der Nase, unter der Nase weg. Die nilfgaardischen Soldaten merken schnell, dass Angren ein Höllenloch ist. Sie vermieden die Stationierung dort, wo sie konnten. Daher waren die Ausposten im Sumpf überwiegend mit Verbanden, neuen Rekruten und solchen bemannt, die im nilfgaardischen Standgericht verurteilt wurden. Tippneve ist bereit, Todesstöße zu versetzen. Störe alle gegnerischen Einheiten. Zerstört. Was? Aktiviert dann die Loyalfähigkeit aller Verbündeten ein. Eine Erhöhe der hinzugefügten Schadenfähigkeit, die auf diese Weise zerstört wurde, um 1. Also. Ein Schaden. Zerstöre 2 Karten zu rechnen, handelt sich um eine Einheit, verbessere diese Einheit um deren Gesamtstärke. Ist eine davon ein Artefakt für sie sein, stattdessen um ihre eigene Stärke. Was? Eine verbündete Einheit wird sie zerstört, verschiebe sie nicht auf den Friedhof, sondern nimm sie auf die Hand, zerstöre dann diese Einheit. Außer. Okay, dann spielen wir mal. Ich brauche ein Ziel. Was? Schütze zu Diensten. Das. Das. Schon eher aufgepasst, ja. Das kann doch nicht funktionieren, oder? Machen wir neu. Also Lyrian! Hier, Zug beenden. Ein Bolzen, mehr brauche ich nicht. Ich brauche ein Ziel. Schütze zu Diensten! Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Wäre eine Schande, die Schönheit verkommen zu lassen. Lyrian!
Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Müsste doch schon gehen, oder? Ich brauche ein Ziel. Dann sind wir 5. Ich kann den Däumer angreifen. Danke, Lucky. Und da ist ein weiteres Nilfgaardsches Lager kaputt. Matschi-matschi-matsch. Meine Königin, ein einheimischer Bauer namens Gosimir, bittet um Audienz. Er meinte, er habe ein seltsames Objekt in den Elfenruinen gefunden. Behauptet, es gebe eine Art magische Aura ab. Ich kann nicht beständig bestätigen, ob er die Wahrheit spricht. Er selbst ist allerdings von einer alkoholischen Aura umgeben. Möchte dir das sogenannte Artefakt kaufen, Majestät? Ja, ja. Kaufen. Herren, ein fahrender Händler ist in eurem Lager und möchte eine Ware zeigen. Wie lautet eure Antwort? Oh ja, Holz. Vorsicht! Die blutige Herrin verachtet alle, die ihre Diener töten. Ach, wäre es doch Winter. Der Sumpf wäre zugefroren und Mücken würden draufgehen. Herrin, da ist eine Zecke hinter eurem Ohr. Sie platzt bald. Danke. Wäre es doch Winter. Der Sumpf wäre zugefroren und Mücken würden draufgehen. Nehme ich an. Schön. Jetzt haben wir das. Gehen wir noch einmal hier lang oder nicht? Nee, eigentlich nicht, ne? Aber egal. Hier durch. Weiter Richtung Sieg. Nach Majestät, vorne. Der Karte nach nähern wir uns Tuzla. In Angren nützen Karten nichts, fürchte ich. Wir machen bald Halt und bestimmen unsere Position. Dann wissen wir, ob wir richtig sind. Wie ihr wünscht, Majestät. Zwei Fragezeichen. Wir gehen jetzt, sagte die Druidin in Mewes Gedanken hinein. Viel Glück, Majestät, und vielen Dank. Nehmt dieses bescheidene Geschenk. Als die Druiden aufbrachen, traten die Pferde der Lyrier wie auf Kommando zurück und verneigten sich. Mewe blickte den Reisenden lange hinterher und öffnete dann das Bündel. Das Geschenk war wirklich bescheiden. Majestät, einer unserer Späher hat einen hohlen Baumstamm voller Gold und Edelsteine gefunden. Als er einen herausholen wollte, holte er sich nur eine blutige und verstümmelte Hand. In diesem Baum befindet sich etwas mit sehr scharfen Zähnen. Oh, brauchen wir nicht. Die Bäume wollen uns hier nicht mehr. Sie rauschen für jemand anderen. Das Land ist krank, befallen von einem Parasiten, der immer stärker wird. Fäulnis geht von Isgid aus. Dort lauert etwas Böses. Fäulnis geht. Drehen wir mal hier oben die Runde. Hier sind noch Spuren eines Festes. Oh. In der Maienzeit hat er ein Weib gefreit, schön fest rundherum, nur ihr Buckel war krumm. Mewe und der Reiter neben ihr tauschten erstaunte Blicke. Was waren das für wüste Gesänge? Sie schienen aus unmittelbarer Nähe zu kommen und die Person hatte offenbar schon einige Humpen geleert. Augenblicke darauf kamen die müden Lyrier zu einem Dorf, in dem ein großes Freudenfeuer brannte. Bauern tanzten um das Feuer herum, barfuß, lachend und unbesorgt.
Allmählich bemerkten die Leute Mewes Anwesenheit und verstummten. Die Kinder versteckten sich hinter den Eltern. Hallo, sagte Mewe. Wir tun euch nichts. Was feiert ihr denn? Eine Hochzeit? Nein, Herrin. Heljas. Die Götter waren gnädig. Sie haben uns die Fallen und Netze gefüllt. Es ist Zeit, ihnen zu danken. Ja, ihr habt Grund, dankbar zu sein. Ja, Herrin. Wir sind zwar arme Leute, aber eine Königin muss auch essen. Majestät, bleibt über Nacht und feiert mit uns. Es gibt Musik und viel Platz am Feuer. Mal gucken, was diesmal das Problem ist. Warum nicht? Sagte Mewe und saß ab. Wir haben wohl alle eine Rast verdient. Die Lyrier ließen sich nicht zweimal bitten. Sofort warfen sie Rüstungen und Helme von sich und stürzten sich in Tanz und Schmaus. Zu den Klängen von Flöten, Fiedeln und Trommeln feierten sie bis tief in die Nacht, rasteten und vergaßen Nilfgaard und die vielen Ungeheuer in den Sümpfen. Diesen Abend würden sie lange nicht vergessen. Das Gelächter, die tanzenden Bauernmädchen, das herrlich kühle Bier, das knusprige Brot. Vor allem ein Gespräch, das Mewe mit anhörte, blieb ihr in Erinnerung. Kein bisschen? Nicht das Allerkleinste? Oha. Nochmal, es geht dich nichts an. Natürlich nicht. Sonst wäre ich ja auch nicht so neugierig. Na schön, dann bleib stumm. Aber ich sehe ja, wie du gaffst. Augen wie der Sommerhimmel, Haar wie Weizenfelder. Wovon sprecht ihr? Euer Majestät. Kein Moment zu früh. Was begafft Renard? Ach, die neue Balliste natürlich. Herrliche Arbeit, das reinste Kunstwerk. Man kann seine Augen nicht abwenden. Die Balliste, sagst du? Ganz genau. Mhm. Und was ist an der besonders? Ist das Holz so glatt? Sind die Kurven so anmutig? Die Winkel so verwegen? Majestät, ich würde es vorziehen, nicht... Schon klar, Renner. Ich weiß, Männer reden gerne über Ballisten. Ich dränge mich nicht auf. Mewe ging wieder zum Feuer, setzte sich auf einen Baumstumpf. Puh, das war knapp. Ich... Psst. Und lächelte still in sich hinein. Mewe erwartete, dass die Dörfler für ihre Bewirtung eine Bezahlung verlangen würden, aber die Bauern erwähnten nichts dergleichen. Die Königin war gerührt. Immer waren die am freigebigsten, die am wenigsten hatten. Die Lyrier brachen erst am folgenden Nachmittag auf, unrasiert, derangiert und verkatert. Mewe legte normalerweise großen Wert auf Disziplin, aber sie wusste, dass auch Soldaten bisweilen die Gelegenheit brauchten, sich zu entspannen. Nichts passiert, ist ja mal. Na gut. Seht her und preiset unsere reiche Ernte. Preiset die blutige Herrin, die sich zu uns kehrte. Da war mal ein kleiner Igel hier in meinem Garten und ich gab ihm was zu trinken, gab mein Blut zu zapfen. Da war mal ein kleiner Igel hier in meinem Garten. Das will ich mich noch anhören. Weg mit dem Igel. Gab mein Blut zu zapfen. Werter Barde, werter Barde, spiel uns noch ein Lied. Da tanzen wir die ganze Nacht und mit uns tanzt der Schmied. Werter Barde, werter Barde, spiel uns noch ein Lied. Da tanzen wir die ganze Nacht und mit uns. La la la. Pitsch, patsch, pitsch, patsch, pitsch, patsch.
Klopf, klopf. Wichtiger Punkt in meiner Reise. In den Sümpfen von Angren verläuft er sich schnell. Dichter Nebel liegt in der Luft. Wege enden im Nichts. Das Dickicht macht jede Orientierung zunichte. Was bleibt einem, als auf einen Baum zu steigen und um sich zu gewinnen? Diese Aufgabe fiel einem der Späher zu. Endlich hörte Mewe die Worte, auf die sie gewartet hatte. Majestät, Burg Tusla, ich sehe den Turm! Zur Verblüffung der Soldaten warf Mewe die Handschuhe beiseite und erkletterte den nächstbesten Baum. Sie wollte sich selbst davon überzeugen, dass ihre süße Rache in greifbare Nähe rückte. Der Baum war glitschig, die Äste morsch. Doch der wendigen Mewe gelang der Aufstieg trotzdem. Schon als Kind war sie liebend gerne auf Bäume geklettert, sehr zum Missvergnügen ihrer Gouvernante. Mewe erblickte einen mächtigen Steinturm am Horizont. Der Legende nach hatte Burg Tusla eigentlich 3 davon bekommen sollen, doch König Ragbard, Stifter der Festung, hatte das Handtuch geworfen, als die Steintransporte ein ums andere Mal in den Sümpfen Angrenz versanken. Mewe erlebte einen Moment des Friedens und der Freude. Sie atmete die frische Luft über dem Sumpf, genoss die Stille, die nicht durch Mückenschwärme durchbrochen wurde, und vor allem die Aussicht auf den Kampf gegen Caldwell. Die Soldaten waren dreckig, ausgehungert und erschöpft. Viele hatten einen unschönen Husten. Doch mit dem Befehl zum Aufbruch kam neues Leben in sie. Jeder hoffte, derjenige zu sein, der Caldwell niederstrecken und seine Eingeweide von den Burgmauern hängen würde. Doch als sie näher herankamen, geriet der Enthusiasmus ins Wanken. Die Burg stand auf einer Steininsel, mitten im Sumpf. Sie hatten schon Festen mit dickeren Mauern und mehr Gegnern eingenommen, aber wie sollten sie eine Burg angreifen, die auf derart unwegsamem Gelände stand? Umgeben von hüfttiefem Schlamm. Mit Broten. Beweist, dass es richtig war, euch an meiner Seite zu behalten, sagte Mewe zu Gascon und Renard. Es darf kein Schlachtfest werden. Vorschläge? Majestät, begann Renard. Wir nehmen die Katapulte. Die Westwand ist am schwächsten. Versuchen wir, dort reinzukommen. Wir brauchen Deckung, sagte Gascon. Brennen wir das Rät ab. Im Rauch kann die Verteidigung uns nicht ausmachen. Gut, nickte Mewe. An die Arbeit. Im dichten Rauch stürmten die lyrischen Infanteristen durch die Breschen, die Renards Katapulte geschlagen hatten. Mewe hatte den beiden noch nicht vergeben, aber hier hatten sie sie gut beraten. Braten. Gott, wir wollen nirgends zu sehen, was Mewe keineswegs überraschte. Der Graf hatte noch nie an der Front gekämpft. Hielt sich lieber im Hintergrund, um seine Männer durch Ermutigen zu stellen und sein Schwert zu schwenken. Ein kaum benutztes Schwert. Ah ja. Das heißt, den finde ich hier gar nicht, ne? So, den Moinet. So viele von denen brauche ich auf jeden Fall auch nicht. Der ist immer noch dabei. Caldwell, ich hol mir deinen Kopf. Ich wusste, du würdest kommen. Dein Stolz wird dich erneut zu Fall bringen. Muss ich das einreißen, ne? Was? Klingt seit 5, okay. Machen wir die mal schnell. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Ich treffe immer. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel.
Lyrische Trottel. Beeilen wir uns. Ziel gesichtet. Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? Was? Was macht er? Was macht er? Wieso hat er jetzt eine andere Fähigkeit? Ihre Bogenschützen machen uns keinen Ärger mehr. Ach so, mach alle Einheiten so irgendwo. Nähere die Katapulte zu einem Katapult. Oh Gott, bin ich dumm. Was ist das denn aber auch? Aha. Aha. Dieses Immun. Ihre Majestät weiß, was sie tut. Wir müssen den Durchbruch in der Befestigung nutzen, Hoheit. Ah, Mann. Was? Verstehe nichts mehr. Das ist doch schlecht gewesen jetzt, oder? Du alleine einschalten, wiederhole dies einmal. Oh. Zerstöre die stärksten Einheiten. Cool. Coole zwei Schätze waren das. Wow. Ihr Götter, schützt die Königin! Ja, du hast die Runde verloren, weil es scheiß Schätze gab und weil die zwei da richtige Scheiße gebaut haben. Beziehungsweise vor allem Renard, ey. Bei der reinen Feuer brauche ich nicht. Ja, nicht.
Caldwell, ich hol mir deinen Kopf. Ich wusste, du würdest kommen. Dein Stolz wird dich erneut. Lyrische Trottel. Für Rivien! So, ein Feuer legen wir da hinten. Ich brauche keine Waffe! Noch bevor der die irgendwie beschädigt, rollt, zack, weg damit. Ach, ich hätte den noch, naja. Achso, das Korn wird als nächstes gespielt. Ich treffe immer. Ich mach's kurz und schmerzhaft. Ihre Bogenschützen machen uns keinen Ärger mehr. Hast du Arbeit für mich? Ziel gesichtet. Nicht alle Drachen lieben Gold. Ich schon. Warum kriegt die denn immer wieder... Deswegen, naja, gut. 1, 2, 3 könnte ich spielen. Ich kann mal auf den hier spielen. Ihre Majestät ist außergewöhnlich. Wir müssen den Durchbruch in der Befestigung nutzen, Hoheit. Stimmt nicht. Zu beenden. Schön. Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? Nein, Raphael! Bessere Einheit um 10, ich dachte schon. Verbessere eine Einheit um 10, ja, dann nehmen wir mal hier irgendeinen, das da. Ist es deren Ernst? Zerstöre die stärkste verbündete Einheit und spiel zwei verbündete Einheiten aus deinem Friedhof aus. Nimm's nicht persönlich. Ihre Majestät weiß, was sie tut. Okay, das verstehe ich nicht. In Affen! Passen. Und ich muss die Spion noch aus meinem Deck rausholen. Für die Königin! Bleib zurück! Der Graf gehört mir!
Viele Siege von Mewe wurden in Gedichten und Balladen unsterblich. Aber nicht Tusla. Lyrier kämpften gegen Lyrier. Brüder töteten Brüder im Schlamm eines verfluchten Sumpfs. Nicht gerade eine Inspiration für Barden. Am Ende der Schlacht stürmte Mewe den großen Steinturm, in den Caldwell geflohen war. Die Königin kämpfte sich die Treppe hoch, vergoss Ströme von Blut und erreichte schließlich das Ende der Treppe. Caldwell wartete auf sie. Er machte keine Anstalten, sich zu verteidigen. Wenn du auf Gnade hoffst, wirst du bitter enttäuscht werden. Gnade? Dazu kenne ich dich zu gut, Mewe. Rachsüchtig und grausam bist du. Falsch. Sprach der Inbegriff der Ritterlichkeit. Du hast mich verraten, Caldwell, und dazu Willem benutzt, meinen Sohn. Der sofort eingewilligt hat. Verraten von deinem eigenen Sohn, deinem Fleisch und Blut. Was sagt das über dich? Das Eis unter dir ist dünn. Überleg dir, was du sagst. Und du bist so fett. Spar dir das. Du bringst mich doch ohnehin um. Der Tod kann schnell kommen, Graf. Oder langsam. Meine Güte, wie du dich gebärdest. Deiner selbst ja so sicher. Vielleicht zu sicher? Ich habe gerade deine Streitmacht besiegt und deine Burg eingenommen. Also nein. Genau das meine ich doch. Das Imperium ist nicht diese eine Burg. Es sind Dutzende Armeen, Hunderte. Ich habe mich bemüht, dir das einzutrichtern. Aber du bist leider zu dämlich. Ich habe um Verstärkung geschickt, so wie ich hörte, dass du nach Angrin kommst. Sie trifft bald ein. 3 Regimenter, bis an die Zähne bewaffnet. Das ist mir sowas von egal. Die Nilfgaarder scheinen stets die Oberhand zu haben. Aber ich werde sie besiegen. Diesmal nicht, Mewe. Die Nilfgaarder sind zu viele. 10 Infanteristen auf jeden einzelnen der deinen. Hier in den Sümpfen oder du wo? Du gewinnst nicht. Du kannst auch nicht fliehen. Weißt du, warum? Na los, klär mich auf. Es führt nur eine Brücke nach Tusla. Die habe ich während der Belagerung abreißen lassen. Durch die Sümpfe um die Burg kommt ihr nicht durch. Bau die Brücke wieder auf, dann sind die Kaiserlichen hier. Sie werden deine Männer niedermachen und dann packen sie dich beim Hals. Ich wäre nicht so froh an deiner Stelle. Du wirst das alles nicht erleben. Das weiß ich. Aber sieh den Tatsachen ins Auge. Die Burg hast du eingenommen, mich getötet. Aber der Sieg ist mein. Viel Spaß beim Feiern. Eingefallen, Mewe, zum zweiten Mal. Und glaub mir, schwer war das nicht. Mit diesen Worten, mit seiner Arroganz und Verachtung, war Caldwell zu weit gegangen. Die Königin packte ihn bei den Schultern, schubste ihn. Caldwell stolperte rückwärts aus dem Fenster. Ein markerschütternder Schrei hallte durch den Burghof. Dann Stille. Versuch's zum dritten Mal. Mewe klopfte sich den Staub ab. Der Verräter hatte sein gebührendes Ende gefunden. Aber es blieb keine Zeit zum Jubilieren. Wenn Caldwell die Wahrheit gesagt hatte, waren sie und ihre Armee in großer Gefahr. Mewes Späher bestätigten die Geschichte. Die Brücke war dahin. Die Nilfgaarder näherten sich aus dem Süden. Jetzt musste überprüft werden, ob es nicht doch einen anderen Ausweg von hier gab. Mewe befahl, die Bauern zu befragen. Einer davon, ein Stallknecht, der immer in Tusla gelebt hatte, wusste von einem geheimen Weg fort von der Festung. König Ragbart selbst hat ihn bauen lassen. Er ließ große Felsen ins Moor werfen, wie an einer Kette. Man sieht sie nicht, weil sie von Wasser bedeckt sind, aber wenn man langsam genug geht, kann man sie erkennen. Was denn? Die Steine führen nach Iskid. Und dort herin lauert Schlimmeres als Schwarzkittel. Irgendein Monster? Manche nennen sie so. Andere nennen sie eine Göttin. Sie heißt Gernichora. Ihr werdet sehen, Iskid ist rot von Blut. Albernes Kindermärchen, wollte Mewe denken. Aber irgendwas in der Stimme des Stallknechts überzeugte sie davon, dass jedes Wort stimmte. Nicht sehr ermutigend, aber dem sicheren Tode vorzuziehen. Sag, wie kommen wir aus Iskid an die Jaruga? Irgendwo bei Rotbindegarn? Ja, Majestät. Ihr müsst nach Norden gehen und beten.
Bald stand Mewe an der Stelle, die der Knecht genannt hatte, am Rande des Marschlandes. Sie tauchte vorsichtig einen Fuß in das Sumpfwasser und suchte nach festem Tritt. Ja, da war wirklich ein Stein. Ein Schritt, noch einer. Und Mewe war auf dem Weg nach Isgith. Verstärkung. Graf Cordwell sagt die Wahrheit. Späher berichten von dem mächtigen Nilfgaardscher Meer aus dem Süden. Plündereinheiten reiten voraus, um 6-7 Regimenter plus Kavallerie zu versorgen. Belagerungsmaschinen hat die Armee auch. Wir haben keine Chance, empfehle sofort den Rückzug. An Graf Cordwell von Herzog Adel Alp Dai, Großkanzler, Kommandant der Heeresgruppe Ost. Ich habe deine Anfrage verweigert, nach Lyrien zurückzukehren. Natürlich ist das Anliegen berechtigt, als erfahrener Staatsmann den jungen Regenten Willem zu unterstützen. Ich versichere dir jedoch, dass ich den König nötigenfalls persönlich beraten werde. Deine Talente sind gegenwärtig am besten in Angren aufgehoben. Wie du weißt, legt der Kaiser größten Wert auf die pünktliche Lieferung von Baumaterialien für unsere Werften. Seine Erwartungen sollten deine Priorität sein. Verzögerungen kommen unter keinen Umständen in Frage. Wähle eine verbündete Einheit und spiele alle Kopien davon aus deinem Deck aus. Hui. Was ist denn das hier eigentlich für... Den mal wieder raustun. Sehr gefährlich, ne? Aber war eigentlich immer gut. Aber gut, fünf Stück, das ist krass. Kann ich die alle holen? So, ach ja. Wo sind sie? Mit dem Scheiß. Geso aber lässt, da kann ich nicht noch mehr von machen, ne? Nun gut, nun gut. Ach, obwohl, ich kann ja auch noch was bauen, ne? Von mir, dass wieder alles genommen wird durch irgendwelche komischen Dinger. Uiuiuiuiui. Ich wieder da rein, Karten gucken gehen. Zack, 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 zack. Lager verlassen. Oh, weg mit diesem Cordwell.